Schön, dass ihr auch diesmal wieder eingeschaltet habt hier bei Dreamfall Chapters Buch 2 Rebellen. Und ja, wir haben in der letzten Folge leider unseren Laufburschen abknallen lassen. Also wir hatten keine Option, ihn zu retten. Und ich will der Sache doch jetzt echt brennend auf den Grund gehen, warum denn der abgeknallt worden ist. Das heißt, ich würde jetzt direkt wieder zu der gruseligen Maulwurf-Dame gehen und ja, die Sache prüfen, ob die das waren oder jemand anders. Weil eigentlich waren es rote Pfeile, deswegen vermute ich... Ich glaube, die hatten Leben. Dieser Posten gefällt mir nicht. Deswegen vermute ich tatsächlich, dass da die Skadi selber vielleicht dahinter stecken. Gut. Ich habe die nicht magischen Arzneien, die euer Körper braucht. Bin ich hier richtig? Ich glaube ja. Ja, ich bin richtig. Bin zwar ein bisschen falsch gelaufen, aber der Weg ist auch in Ordnung. So. Ich brauche Antworten. Wie respektvoll er auch die Kapuze auszieht. So, gute Dame. Unheimliches Maulwurftier. Asadi kehrt zurück, um sich sprichwörtliche Hand waschen zu lassen. Richtig. Es ist nicht nötig, die Maulwürfin zu verärgern. Wenn ich will, dass sie uns Waffen gibt, muss ich nach ihren Regeln spielen, ganz gleich wie heimtückisch sie sein mag. Und meine Mission war es, Waffen zu besorgen, nicht das Leben eines Laufburschen zu schonen. Die Maulwürfin hat mich getäuscht. Sie sagte, dem Laufburschen werde nichts geschehen und sie haben ihn trotzdem getötet. Außer Rache und Grausamkeit kann ich keinen Grund für diesen Mord erkennen. Wie kann ich so jemandem trauen? Diese Lüge darf ich nicht durchgehen lassen, sonst wirke ich schwach. Er war nur ein Junge, hatte niemandem etwas getan. Hasst sie die Asadi so sehr, dass sie völlig davon geblendet ist? Also aggressiv würde ich ungern an die Sache rangehen, weil, wie gesagt, wir haben keinen Beweis dafür, dass sie das war, aber ich, Vorsicht wäre mir auch nicht ganz so recht. Das wäre eigentlich wahrscheinlich der richtige Weg, um eben an unser Ziel zu gelangen. Aber ich möchte trotzdem wissen, was Sache ist, deswegen bleibe ich fragend. Warum habt ihr den Laufburschen töten lassen? Gute Frage. Warum hielten Asadi für nötig, Banda-Kinder zu töten? Weil eines Tages sie glauben, Banda-Kinder werden Banda-Frauen und Männer. Und dann kommen Asadi holen. Besser dafür sorgen, dies nie geschieht. Wenn sie etwas auf dem Herzen hat, sollte ich sie reden lassen. Ein Tod kann einen anderen nicht aufwiegen. Das ist wahr, Asadi. Vergeltung mag kontraproduktiv sein. Aber euer Volk muss für sein Verbrechen auch leiden. Muss Konsequenzen seines Handelns sehen. Muss Schmerz spüren. Und dieser Mann, dieser Junge, er war zur falschen Zeit am falschen Ort. Ist sicherer so. Er kann nicht zurücklaufen und uns verraten. Oder euch. Ihr redet davon, mein Volk leiden zu lassen. Aber mein Volk weiß nichts darüber, was hier im Nordland vorgefallen ist. Das könnt ihr nicht allen Asadi zuschreiben. Wie öffne ich ihre Augen? Wie lasse ich sie begreifen, unseren Verlust? Banda, Banta existieren nicht mehr wegen Asadi. Ich kann viele Monde Zähne knirschen und Krallen schärfen. Ändert Wahrheit nicht. Euer Volk wird nie betrauern meines. Aber wenn ich Leben nehme, lasse Mutter Verlust von Kind erleiden, Freund vermissen Freund, Ehemann vermissen Ehefrau, dann vielleicht wird jemand denken an meine. Dann vielleicht wird jemand erinnern an unseren Verlust. Ich bin nicht sicher, ob das so funktioniert. Vielleicht nicht, Kien von Asadi, aber man kann immer hoffen. Ich halte vielleicht nicht jenen Teil von Vereinbarung, aber ich halte wichtigsten Teil. Euer Widerstand wird Waffen bekommen. Alle Waffen, ich habe zu geben. Ich brauche noch einige für meine Leute.
Schärfstes Schwert, schnellste Axt, stärksten Bogen. Aber Rest geht an euer Volk. Nicht euer Volk, Asadi. Euer Volk Rebellenbewegung. Sonst wäre idiotisch. Natürlich. Vielen Dank. Meine Leute nehmen Kontakt zu euren Frauen. Und auch Männern. Geht jetzt, Asadi. Ist dunkel und spät. Und ich werde schlafen. Schlafen und träumen von glücklicherem Tag in Bau. Weiter nördlich. Als Lachen von Kindern füllte jeden Gang. Träumen von Freunden und Familie, während ich trauere um alle. Ja, gute Maulwürfin. Ich kann dich verstehen, aber deswegen musst du trotzdem deinen Hass nicht mit Vergeltung versuchen zu befriedigen. Weil das schürt das Feuer nur noch weiter. Schwer zu glauben, dass so ein kleines Ding Dutzende von Leuten befehligt und über Furcht und Respekt gebietet. Wann immer sie mein Volk erwähnt, kommen Hass und Verbitterung durch. Was haben sie ihr angetan? Sie ist eine Magische und hat offensichtlich nichts für mein Volk übrig. Oder für Menschen im Allgemeinen. Warum also gehört sie nicht zu den Rebellen? Das interessiert mich auch. Warum habt ihr euch nicht dem Widerstand angeschlossen? Die Hirtin fragt gleiche Sache. Warum nicht kommt zu Widerstand? Wie schnell alle vergessen, wie sie Banda zuvor behandelt. Wie sie herabsehen auf uns. Nennen uns Maulwurfsmensch, Dreckbewohner, Stummelschnauze und Bodenaffe. Die Magischen behandeln Banda ganz ähnlich, wie Menschen behandeln Banda. Wie Dreck unter Zehennagel. Wie Unrat. Ich empfinde nicht Liebe für Widerstand. Ich habe nicht Verwendung für Widerstand. Aber er bekämpft Asadi. Also ich verkaufe euch Waffen, Nahrung, Medizin. Bekämpfe nicht Widerstand. Feind meines Feindes ist, naja, nicht Freund, aber immerhin nicht Feind. Nun gut. Ich muss gehen. Mond zieht weiter. Nacht hat nur wenige Stunden. Ja, dem ist so. Diese hasserfüllte, alte, runzlige Maulwurf-Dame. Ich mag sie nicht. Nun gut, aber sie erfüllt ihren Zweck. Nun gut, wir müssen noch den Verräter finden. Dazu könnten wir mit dem Jungen sprechen. Oder wir kümmern uns um die Waffenlieferung, wo ich leider noch überhaupt keinen Ansatz habe. Das heißt, ich würde jetzt am liebsten, oder ich werde auch direkt zum Jungen gehen und werde gucken, dass ich den Verräter aufdecken kann. So, der Junge steht noch da, das ist sehr gut. Bip, mein Guter. Wohltuende Salben. Seid ihr bereit? Können wir gehen? Ja, wir gehen. Es gibt keinen Grund, diese Mission hinauszuzögern. Los geht's. Ja, folgt mir. Mein Stand ist immer beehrt mich wieder. Ich habe die nicht-magischen Arzneien. Wir müssen das Ghetto verlassen. Wie kommst du an den Wachen vorbei? Ich kenne einen Weg. Trefft mich auf der anderen Seite. Warte, was? Die andere Seite. Okay. Ja, wissen wir ja, dass das kein Problem für uns darstellt. Wer ist da? Niemand. So, und wo ist jetzt Bip? Ah, da ist Bip. Seht ihr? Ganz leicht. Die Göttin schütze uns. Du spielst mit deinem Leben, Junge. Ich brauche keine Göttin, die mich beschützt. Ich bin echt gut im Klettern. Wie seid ihr aus der Feste entkommen? Was? Ich bin nicht. Woher weißt du davon? Oh, alle wissen, dass der Apostel in der Nacht seiner Hinrichtung aus der Feste entkommen ist. Darüber gibt's sogar ein Puppenspiel. Der Schatten hole mich. Und warum glaubst du, ich sei dieser Asadi? Der geheimnisvolle Aposteltyp entkommt aus der Feste. Ein paar Tage später schließt sich ein geheimnisvoller Asadi dem Widerstand an. Ich bin vielleicht erst 10 und habe lila Haut, aber ich bin kein Idiot. Eindeutig nicht. Was weißt du sonst noch über mich? Hier ist es. Hier haben sie ihre Versammlung und Ansprachen und so. Bist du sicher? Ganz sicher. Manchmal lausche ich. Sie reden über die Magischen und darüber, wie wir ihre Welt verdorben und ihnen alles weggenommen haben.
Es macht mich traurig, das zu hören. Ich habe nicht gewusst, dass die Magischen so schlimm sind. Kein Wunder, dass die Menschen uns hassen. Das tun wir nicht. Schau mal, Junge, Bib. Das sind keine guten Leute. Du hast nichts Falsches getan. Du kannst nichts dafür, wie du aussiehst oder für deine Hautfarbe. Wie und wo du geboren wurdest, macht dich nicht zu einer schlechten Person oder zu einer geringeren Person. Es macht dich einfach zu dir. Worauf es ankommt, ist, was du mit deinem Leben machst. Und jetzt verschwinde. Lauf weg von hier. Geh zurück. Und sei vorsichtig. Aber... Du hast es versprochen. Keine Diskussion. Na schön. Na schön. Was? Ein Trinkgeld wäre in Ordnung. In Anerkennung all meiner harten Arbeit. Du bist mir wirklich einer. Hier, jetzt lauf zurück, du kleiner Dieb. Ich mag ihn. Nun gut. Und wir werden uns jetzt hier auf Lauerposition begeben. Finde einen Weg in die Versammlung der Nationalen Front. Ja, das ist jetzt eine gute Frage, wie wir das anstellen sollen. Ich denke, der Kollege da vorne wird vielleicht eine Möglichkeit bieten. Vielleicht können wir auch einfach hier durch die Tür. Nein. Durch das Fass. Nein. Einfach dran vorbeigehen. Nein. Okay. Also werde ich wohl mit ihm reden müssen, oder? Ja. Seid gegrüßt, Bruder. Was? Wer ist da? Götter verflucht. Ihr habt mich zu Tode erschreckt, Kumpel. Wo bei den sieben Höllen seid ihr denn hergekommen? Aus den Schatten. Tretet beiseite, ich bin spät dran für die Versammlung. Ja, natürlich. Blut und Land, Bruder. Wichtig ist nicht, was ich sage, sondern wie ich es sage. Ich muss energisch wirken und zeigen, dass ich zu dieser Versammlung gehöre. Wir halten das lieber einfach. Die offensichtliche Antwort auf Blut und Land lautet... Ich werde nicht weiterraten. Früher oder später würde selbst dieser hirnlose Trottel durch meinen Schleier blicken und die Wachen rufen. Okay. Das ist jetzt die Frage. Ich glaube, ich lasse es einfach dabei. Ich werde nicht weiter... Entschuldigt. War wohl die falsche Hinterhofversammlung. Achso, nein, das wollte ich nicht. Muss ich die richtige Antwort kennen? Leute, solltet euch was schämen! Wie könnt ihr es wagen, mir diesen Dreck an die Tür zu heften? Dass ich ein Mensch bin, heißt noch lange nicht, dass eure speziesistische Propaganda mich interessiert! Ich habe den größten Teil meines Lebens neben Dolmari gewohnt. Und die haben mir und den meinen nie was getan. Hier, das halte ich von eurer sogenannten humanistischen Versammlung. Und euer Onor Hilaris kann sich mal ins Knie ficken. Der ist ein Verräter. Das seid ihr alle. Wenn die Asadi endlich zusammenpacken und abhauen, wissen wir noch, was ihr getan habt. Da könnt ihr sicher sein. Nicht zerreißen? Nein, das hätte ich vielleicht lesen wollen. Okay, wir nehmen es natürlich mit. Aha. Invitation. Okay, waren das jetzt alle Schnipsel schon? Können wir die zusammenfügen? Aha. Kann ich das? Ehre und was? Da fehlt ein Wort. Verdammt. The National Front for Faith and Family and your humble human servant, Onox Hilaris, political candidate to the City Watch, invites you to a private gathering tonight in, was? Gropesant Court at dusk. Precisely. Okay. Interessant. Das heißt, wir müssen echt noch das Stück Papier finden, was uns hier fehlt, um die Antwort zu kennen, weil ich glaube, sonst wären wir nicht eingelassen. Ekelhaft, was da vor sich geht. Die Magischen zu verunglimpfen, als wären die das Problem. Die Magischen haben immer hier gelebt. Die Asadi sind es, die das Gleichgewicht der Dinge gestört haben. Ihr solltet euch hüten, schlecht über die Asadi zu reden. Die Wände haben Ohren. Oh, was wollen sie denn machen, hä? Mich in eines ihrer Umerziehungslager verschiffen? Das können sie ja gern mal versuchen.
Sie könnten euch in die Mönchsfeste werfen. Das würden sie nicht wagen. Diese Bande respektiert Frauen. Zumindest das spricht für sie. Ganz anders als diese Verräter von der Nationalen Front da drin. Merkt euch meine Worte. Sobald die Asadi weg sind, jagt der Widerstand jeden einzelnen von denen und knüpft sie alle auf der Stadtmauer auf. Entschuldigung. Beim Gleichgewicht. Wo seid ihr denn hergekommen, ne? Ich hab euch nicht gesehen. Was wollt ihr? Ich will keinen Ärger. Dieses Stück Papier, das ihr zerrissen habt. Habt ihr die andere Hälfte noch? Welches Stück? Das Flugblatt der Nationalen Front? Wieso? Wer seid ihr? Jemand, der auf eurer Seite steht. Ich weiß nicht. Für mich klingt ihr wie ein Asadi. Was wollt ihr mit dem Flugblatt? Lange Geschichte. Ich muss einen Verräter finden. Jemanden, der die Sache der Rebellen verraten hat. Oh, ach so. Naja, wenn wir es dadurch dem Abschaum von der Nationalen Front heimzahlen können, dann gern. Nehmt es. Und das Gleichgewicht segne euch dafür, dass ihr den Dreckskerlen entgegentretet. Ja, sehr gut. Und auch dies werden wir direkt zusammenfügen. Und auch gleich mal angucken. Ehre und Menschsein. Das ist der Wahlspruch der Nationalen Front. Das muss die Losung sein, die mir Zutritt zur Versammlung verschafft. Ja, sehr gut. Ja, nicht groß rumschnacken. Gehen wir da gleich mal hin, ne? So, mein Freund, jetzt musst du mich reinlassen. Und gut, dass wir keinen Fehler begangen haben. Tretet beiseite, Bruder. Bei den Göttern, habt euch an mich rangeschlichen. Blut und Land? Was? Ich muss das zusammensetzen. Blut, Land, Ehre und Menschsein. Das ist es, woran diesen Leuten angeblich liegt. Sie klammern sich an ihre Parolen wie ein Ertrinkender an Treibholz. Ja, das ist aber richtig. Ehre und Menschsein. Glaube und Familie, Bruder. Geht durch, Kumpel. Das Treffen hat bereits begonnen. Falls ihr noch keine Rede von Herrn Hilleris erlebt habt, steht euch ganz schön was bevor. Der Mann ist ein Beispiel für uns alle. Dessen bin ich mir noch nicht sicher. Oh, ich mag die Esel. Oh, Esel, hallo. Oh, wie schick. Brüder, Schwestern, Verwandte, ihr tapferen, bescheidenen Menschen, willkommen zu dieser Versammlung der Nationalen Front für Glaube und Familie. Ja, ja. Danke, dass ihr heute hier seid. Danke. Danke, dass ihr eure Zeit opfert. Danke, dass ihr euch an diesen düsteren Platz wagt auf eurer unermüdlichen Suche nach der Wahrheit. Ja, oh ja. Trotz der selbstlosen Arbeit unserer Wohltäter lauert der Feind da draußen in den Schatten. Seht euch um. Seht hin. Fürchtet ihn, den Feind, denn er ist nahe. Er ist überall. Ich rieche ihn. Riecht ihr ihn nicht? Dieses fremde Aroma? Magie? Unrat? Es wärmt mir das Herz, euch vor mir stehen zu sehen. Für das einstehen zu sehen, was gut und gerecht ist. Glorreich, Verwandte. Glorreich seid ihr im Lichte der Göttin. Ja. Ja. Neulich habe ich mit unseren Wohltätern gesprochen. Über diesen Zuzügler, den Magischen. Ja, ja, ja. Ich sagte ihnen, hört auf jene tapferen Leute, eure Verwandten, sagte ich. Menschen vom Magischen in die Knie gezwungen, in den Bankrott getrieben, ins moralische Verderben. Einfache, unkomplizierte Männer und Frauen, in die Irre geführt vom teuflisch-dämonischen Magischen, dem Nekromanten. Ich sagte ihnen, wir müssen ihm entgegentreten, sagte ich. Jetzt. Sofort. Wir müssen uns versammeln. Hilleris. Hinter unseren Wohltätern, hinter den unseren. Front für Glaube und Familie. Ich sagte ihnen, was ihr braucht, sagte ich, was sie brauchen, was wir brauchen, ist jemand, der aufsteht und für die Sache der Menschen spricht, der wahren Markuria. Jemand, der keine Angst hat vor dem Magischen und seinen fremden Sprachen. Ja. Ja. Ihr kennt mich. Ihr kennt mich. Ihr wisst, ich erstrebe weder Ruhm noch Reichtum, nur die Wahrheit, das Licht,
Ich will Gerechtigkeit für tapfere, bescheidene Menschen wie euch. Ja. 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 Ich stehe hier als euer Diener vor euch. Ich stehe hier als euer bescheidener Diener vor euch. Bald wird die Stadt einen neuen Rat wählen. Einen neuen Anführer. Jemanden, der Verantwortung für die Gesetzeslosigkeit in diesen düsteren Gassen übernehmen wird. Unsere Wohltäter leisten Großes. Mutige, wichtige, rühmliche Arbeit leisten sie. Aber sie können nicht überall sein. Sie können euch nicht alle vor euren finsteren Nachbarn schützen. Und wo die Asadi es nicht schaffen, wo ihr Licht nicht hinreicht, dort kann die Stadtwache helfen. Nehmt etwa diese Papierdrachen, die gerade über uns fliegen. Ja, ja, diese blasphemischen Konstrukte, eine Beleidigung aller anständigen, bescheidenen, hart arbeitenden Menschen. Symbole der Magischen. Symbole der... Dreikkeen. Pfui! Blasphemischer Verrat an der gesamten Menschheit! Pfui! Unsere Wohltäter, die Asadi, sie können nicht überall eingreifen. Jedes treulose Kind einsperren. Sie haben Wichtigeres zu tun. Das ist die Aufgabe der Stadtwache. Aber was macht die Stadtwache? Sie hält gute, ehrliche, einfache Menschen davon ab, Gerechtigkeit zu üben. Sie verhindert, dass wir den Magischen, diesen Zuzügler, für seine Nekromantie und Illusionen bestrafen. Erst letzte Nacht wurde ein junger Verwandter von uns in Ketten gelegt, weil er einen Magischen redlich züchtigte. Einen, der die Schwester unseres Verwandten verzaubert hatte. Sie hatte sich mit dem Magischen eingelassen, besessen von dunkler Lust. Widerlich! Und unser Verwandter landet im Verlies, weil er tut, was gerecht, anständig, moralisch ist? Ja, ja! Genau das macht die Wache. Sie bestraft tapfere Menschen, die das Richtige tun. Sie versuchen, die Seele eines jungen Mädchens vor diesem Dämon zu retten, dem magischen Zuzügler. Nein, nein, nein! Die Stadtwache braucht Führung. Mercuria braucht Führung. Jemanden, der sich dem Magischen entgegenstellt und sagt, bis hierhin und nicht weiter. Jemanden, der bereit ist, Opfer zu bringen, ein paar Nägel einzuschlagen, um ein Haus zu bauen. Die Wache will keine Nägel einschlagen, kein Haus bauen. Dafür ist ihre Anführerin verantwortlich, diese Frau mit den unnatürlichen Gelüsten. Und deren Vorgesetzte sind verantwortlich. Der rückgratlose Rat, diese Sklaven des magischen Zuzüglers. Was können wir tun? Es gibt nur eine Lösung. Den Wechsel. Den Wechsel. Ja. Ja. Stimmt für Glaube und Familie. Stimmt für Blut, Land, Ehre und das Menschsein. Wählt die Nationale Front. Und wählt euren bescheidenen menschlichen Diener. Meine Wenigkeit. Onor Hilleris. Unter meiner Führung wird der Magische, dieser unmenschliche Zuzügler, der finstere Nekromant und Hexer aus unserer Heimat verbannt. Unsere Kinder werden wieder in Sicherheit spielen können. Die Tugend unserer Frauen wird geschützt. Und diese düsteren Gassen werden vom Lichte der Göttin erhellt und mit wohlriechenden heimischen Kräutern geschmückt. Vielen Dank. Danke, dass ihr alle gekommen seid. Vielen Dank. Danke, dass ihr gekommen seid. Vielen Dank. Herzlichen Dank! Nein, es ist wichtig, dass wir zusammenstehen. Hand in Hand mit unseren Wohltätern. Ja! Ja! Ich spreche regelmäßig mit den Asadi. Ich besuche oft den Turm. Ich habe sogar mit unserem moralischen Bollwerk, Sami Rahman, gemeinsam gespeist. Niemand sagt, wir müssten unsere Götter aufgeben. Nein, 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 nein! Das Licht der Göttin steht für Aufnahme, nicht für Ablehnung. Sie lächelt auf alle guten Menschen herab. Unser gemeinsamer Feind ist der schmutzige Zuzügler, der Nekromant, dieser Dämon, der Magische. Darum geht es, um den Kampf gegen die magische Verseuchung. Es geht nicht darum, welche Götter wir verehren halt oder auch nicht. Nein, 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 die Asadi sind sehr weltoffen. Sie werden euch nie das Recht nehmen, eure alten Götter zu verehren. Dieser schmierige, abgewichste Blender, ohne Witz. Boah, mach doch mal Punkt, ey. Hört sich wahnsinnig gern selber reden, ey. Aber ist nicht mehr wert als wieder Dreck unter meinen Schuhen, ey. Was für ein Hetzer, ey. Boah.
Am liebsten wäre ich, hätte ich ihn unterbrochen während der Rede. Hätte ihm einen aufs Maul gegeben. Ganz ehrlich. Boah, solche Leute. Heftig. Also dem, hoffe ich, können wir noch mal richtig einen mitgeben. Aber was mir aufgefallen ist, ich kenne Arnstont tatsächlich. Steht hier auch bei uns in den optionalen Quests eben mit drin. Arnstont war der, dem wir im Gefängnis versprochen hatten, dass wir seiner Familie von seinem Tod erzählen werden. Deswegen konnten wir die finden eventuell. Der Aufbau des Röhrennetzes scheint beschleunigt zu werden. Überall sind Wagenladungen mit Metallröhren und die Arbeiter schuften bis in die Nacht. Das ist komisch. Eine Karte wäre mir jetzt ganz recht, weil da würde ich dementsprechend mal gucken, ob ich denn dieses Bones finde, was hier tatsächlich, wovon hier gesprochen wird. Nein. Schade. Ach so. Oh. Auf der Karte steht groß The Bones drauf. Gut. Dort befinden wir uns. Jetzt müsste ich nur seine Familie finden. Ich werde mich hier nochmal ein bisschen umgucken. Ups, Entschuldigung, das wollte ich nicht. Und ich hoffe, wir finden die. Ansonsten werden wir auch den Verräter auf dem Marktplatz suchen. Aber das dann auch in der nächsten Folge. Und ich hoffe, ihr seid auch wieder mit dabei. Ich würde mich freuen. Bis dahin. Ciao.